A smart home that does everything automatically, even without an internet connection, is cool, but with a self-built touchscreen control, including LED and motion detection, is much cooler. Why it doesn't have to cost $100 and even has offline voice control? Deutsche Kartoffel auf die Liste. Deutsche Kartoffel hinzugefügt. I show you now. EI 23. First was the idea. This video is sponsored by PCBWay and they helped me to build a smart home controller module, which makes the setup even better. More on that in a moment. A smart home is basically nothing more than a normal house with a few layers of internet and network in between, but if you can only control a few lights and blinds with your fart phone, it's more like a stupid home in my opinion. And you can set up something like that yourself, for example with Node-RED Home Assistant and my smart home installation script and a little bit of willingness to learn and frustration tolerance. I have to admit, my smart home is only partly a smart home, therefore I wanted for the stupid part and a few other gimmicks still a visual control. Since I might need this on two floors, it also shouldn't be too expensive. You can get tablets for less than 100 bucks, for example the Fire TV tablet from Amazon from time to time. Please be kind and always use my affiliate link. But there's also one problem, because the display has to be turned on permanently, therefore needs way too much power, or you have to press the power button to turn it on. However, there are of course also solutions for that. On the one hand you have a kiosk app, but that was not the right thing for me. Therefore I have thought of something better. And here comes my sponsor PCBWay into play. I designed a PCB with an ESP32 motion sensor, LED charge controller for the tablet and had it manufactured at PCBWay. By the way, I did a funny side project as well. This is a LED bow tie. Back to the controller board. With the charge controller, the battery can be charged gently up to a maximum of, let's say, 80%, and the ESP32 module can also be used as Bluetooth bridge for my door lock or my garden door opener, for example. When motion is detected, the tablet screen turns on, and when it's dark, also an IKEA Tradfree light is turned on in the hallway, so the money for the Zigbee motion sensor IKEA won't get from me. With a Zigbee USB stick connected to Home Assistant, you can also use cheap Zigbee devices for everything possible. If you want a video about that, please write in the comments. Anyway, the screen of the tablet is turned on via a notification from the Home Assistant app. I put a link to the documentation of the companion app in the description. And since Home Assistant now supports offline voice inputs via the assist function, voice control is also a thing now. I think the best part of the tablet solution with Home Assistant is that you can customize everything relatively easy as you need it. And if you're not already familiar with Home Assistant, I highly recommend to have a look at it, even if it needs some training to get started. If you are interested in smart home and multimedia server, this is the only way. Data remains on your local Linux machine in your house, and in addition to that, you also save a lot of money. Please don't expect any free support from me. I already run at full capacity to do the maintenance of the installation script. Feel free to join the community. Everyone is nice and helpful. And I am left to say, always stay smart and independent. Und jetzt der deutsche Teil. Ein Smartphone, das alles automatisch tut, sogar ohne Internet, ist zwar cool, mit einer selbstgebauten Touchscreen-Steuerung inklusive LED und Bewegungsmelder jedoch viel cooler. Warum das keine 100 Euro kosten muss und sogar offline Sprachsteuerung beherrscht? Deutsche Kartoffel auf die Liste. Deutsche Kartoffel hinzugefügt. Das zeige ich euch jetzt. Ein, zwei, drei. Zuerst war die Idee. Dieses Video ist gesponsert von PCBWay, mit deren Hilfe ich ein Smart Home Controller Modul gebaut habe, was den Aufbau nochmal deutlich besser macht. Dazu gleich mehr.
Ein Smart Home ist ja im Prinzip nichts anderes als ein normales Haus mit ein paar Schichten Internet und Netzwerk dazwischen. Aber wenn man nur ein paar Lichter und Jalousien über sein Smartphone steuern kann, ist das meiner Meinung nach eher ein Stupid Home. Ein richtiges Smart Home würde alles automatisch machen. Und sowas kann man sich selber einrichten. Zum Beispiel mit Node-RED Home Assistant und meinem Smart Home Installationsskript und ein klein bisschen Lernwilligkeit und Frustrationstoleranz. Ich muss zugeben, ein richtiges Smart Home habe ich auch nur zum Teil, daher wollte ich für den Stupid Home Teil und ein paar andere Spielereien noch eine visuelle Bedienung. Und da ich das möglicherweise auf 2 Etagen brauche, sollte es nicht zu teuer sein. Solche Tablets gibt es hier und da schon für unter 100 Euro, wie zum Beispiel ab und zu das Fire Tablet von Amazon. Bitte benutzt da meinen Amazon-Link. Was mich bei so einem Tablet jedoch gestört hat, ist, dass der Bildschirm entweder dauerhaft eingeschaltet sein muss oder man ihn halt manuell über den Power-Button selber anschalten muss. Das ist unschön. Dafür gibt es jedoch auch Lösungen, zum Beispiel eine Kiosk-App, mit der konnte ich mich jedoch nicht so ganz anfreunden, daher habe ich mir noch etwas Besseres überlegt. Und hier kommt mein Sponsor PCBWay ins Spiel. Ich habe eine Platine mit einem ESP32, Bewegungsmelder, LED und Ladecontroller für das Tablet entworfen und bei PCBWay fertigen lassen. Übrigens habe ich da als Nebenprojekt auch noch eine LED-Fliege entworfen, aber zurück zum Thema. Mit dem Ladecontroller kann der Akku schonend bis maximal 80% zum Beispiel geladen werden und das ESP32-Modul kann zusätzlich als Bluetooth-Bridge für zum Beispiel mein Türschloss oder meinen Gartentüröffner genutzt werden. Bei Bewegung schaltet sich der Bildschirm vom Tablet an, bei Dunkelheit auch direkt das Drahtfreilicht im Flur. Das Geld für einen Bewegungsmelder bekommt IKEA von mir also nicht. Mit einem Zigbee-USB-Stick an Home Assistant, den verlinke ich auch mal, kann man zum Beispiel auch günstige Zigbee-Geräte für alles Mögliche nutzen. Wenn ihr dazu nochmal ein separates Video wollt, dann schreibt mir nochmal gerne in die Kommentare. Den Bildschirm vom Tablet kann man über eine Benachrichtigung der Home Assistant App einschalten. Ich verlinke die Dokumentation der App mal und gebe dazu auch noch eine kleine Beschreibung auf meinem Blog. Da Home Assistant über die Assist-Funktion mittlerweile auch eine Offline-Sprachfunktion unterstützt, funktioniert das sogar auch. Und das Beste ist, dass man sich alles relativ einfach so anpassen kann, wie man es braucht. Ein Video für den einfachen Einstieg in Home Assistant ist bereits geplant, also am besten abonnieren, damit ihr das nicht verpasst. Auch wenn es für den Einstieg doch einiges an Einarbeitung benötigt, kann ich nur empfehlen, sich mit der Materie zu beschäftigen, sofern man denn überhaupt Interesse an einem Smart Home und Multimedia Server hat. Nur so kann man maximalen Datenschutz gewährleisten, weil die Daten auf dem eigenen Linux Server im Haus bleiben und zusätzlich spart man sich auch eine Menge Geld. Bitte erwartet jedoch von mir keinen kostenlosen Support. Ich habe mit der Wartung von einem Installationsskript bereits genug zu tun. Kommt gerne in die i23 Community, da sind alle nett und hilfsbereit. Ich gucke natürlich auch ab und zu mal rein und so hat jeder was davon. Und in dem Sinne immer schön smart und unabhängig bleiben. Zuerst war die Idee.